Der heutige Handelstag an der Wall Street startet durchwegs freundlich. Plötzlich dreht der Dow Jones kräftig ins Minus. Schockierende Nachrichten aus Österreich machen die Runde. Das Land lehne weitere Haftungen für den Euro-Rettungsschirm ab. Die Grünen hätten die Abstimmung platzen lassen, heißt es. Eine Fehlinterpretation, wie sich bald herausstellt. Denn der Grund für die Aufregung an den Finanzmärkten war lediglich ein innenpolitisches Geplänkel. Günter Kogler, Finanzsprecher der Grünen, erklärt. Wenn der Dow Jones aufgrund meines Abstimmungsverhaltens ins Minus geschlittert ist, dann kann man daran nur erkennen, wie dumm und primitiv die Weltbörsen reagieren. Hätten sie sich erkundigt, würden sie wissen, dass wir für eine proeuropäische Lösung kämpfen und die auch an einem geeigneten Ort und rechtzeitig im österreichischen Parlament sicherstellen werden. Die Börsen drehen wenig später wieder ins Plus und die Grünen verbuchen, wenn auch ungewollt, ihren bisher größten Einfluss auf die globale Finanzwelt.